Gasalarm. Eine Havarie im Heizhaus des Helios-Vogtland-Klinikums Plauen löste am 22. Oktober einen Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst aus. Bei Wartungsarbeiten an der Heizungsanlage erlitt ein Monteur eine Kohlenmonoxidvergiftung. Da es sich bei Kohlenmonoxid um ein giftiges und hochexplosives Gas handelt, wurden die anliegenden Straßen für Autos und Straßenbahnen gesperrt. Gerade der bei Straßenbahnen entstehende Funkenflug hätte zu einer Explosion führen können. Kameraden der Plauener Feuerwehr belüfteten das Gebäude und nahmen halbstündige Messungen vor. Am Abend konnte schließlich Entwarnung gegeben werden. An dem Einsatz waren über 100 Rettungskräfte beteiligt. Für Anwohner und Patienten bestand keine Gefahr. Spatenstich für Solarpark. Im Plauener Ortsteil Tauschwitz direkt an der A72 entsteht derzeit der zweitgrößte Solarpark des Vogtlandkreises. Auch wenn ein Großteil des Sonnenfeldes bereits steht, wurde dennoch am 24. Oktober der symbolische Spatenstich vollzogen. Ende des Monats soll der Solarpark komplett stehen. Bis dahin werden auf einer Fläche von über 4 Hektar 9.504 Module angebracht sein, die künftig 100% erneuerbare Energie erzeugen sollen. 2,3 Megawatt ist die Nennleistung des Parks. Das heißt, der Park bei einer ungefähren Einstrahlung, die wir hier erwarten, 1.000 Kilowattstunden pro kW Peak, bedeutet, dass wir bei 2,3 Megawatt ungefähr 2,3 Millionen Kilowattstunden im Jahr produzieren. Damit können wir ungefähr knapp 600 Haushalte mit Strom versorgen. Der Betreiber des Solarparks, die Chibi-Chul-Gruppe aus Schleswig-Holstein, investierte rund 3,5 Millionen Euro. Das Unternehmen hat sich vor allem auf Sonnenenergie, Windkraft und Biomasse spezialisiert und betreibt mehrere Anlagen, unter anderem in Deutschland, Italien und Frankreich. Der Winter kann kommen. Am Aschberg wurden am 20. Oktober die Verbindung der deutschen und tschechischen Skiläufen realisiert. Helfer aus beiden Ländern arbeiteten sich durch den Wildwuchs im Grenzgebiet, um den 2 Kilometer langen Übergang zwischen der Kammloipe, der Skimagistrale und der Klingenthaler Sonnenloipe freizuräumen. Mit dem länderübergreifenden Projekt am Aschberg soll die touristische Infrastruktur in der deutsch-tschechischen Grenzregion verbessert werden. Für alle Skiläufer heißt es nun, geduldig auf genügend Schnee warten. Latschenkiefer. So lautete das Lösungswort, mit dem die 4. Klasse der Mühlauer Grundschule den diesjährigen Landkreispreis des Naturparks Vogtland-Erzgebirge für sich entscheiden konnte. Am 19. Oktober besuchten Andrea Wolf vom Landratsamt und Sigrid Ullmann, Chefin des Naturparks, die Grundschüler zur Preisübergabe. Die Schüler können sich nun über eine 2-tägige Exkursion in die Jugendherberge Johann-Georgen-Stadt freuen. Das Naturpark-Quiz wird seit 2000 in den Trägerlandkreisen des Naturparks ausgeschrieben und soll die Kinder anregen, sich mehr mit der Umwelt in ihrer unmittelbaren Umgebung zu befassen. Fast 100 Klassen beteiligten sich in diesem Jahr an dem Quiz. Die Mühlauer Grundschule wurde in den Vorjahren schon mehrfach als Gewinner gezogen. Edelmetall für ehrenamtliches Engagement. 85 Feuerwehrleute wurden am 19. Oktober für ihren langjährigen Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr ausgezeichnet. In der Auerbacher Gaststätte zur Eiche nahmen 30 Männer und Frauen die Ehrennadel in Gold für ihren 40-jährigen Dienst entgegen. 55 Kameradinnen und Kameraden konnten sich mit 25 Jahren Engagement über die silberne Ehrennadel freuen. Der Brandschutz im Vogtlandkreis wird mit ca. 4.000 aktiven Mitgliedern sichergestellt. Diese fuhren im Vorjahr knapp 1.900 Brand- und Hilfeleistungseinsätze. Viel Zeit wurde zudem in Aus- und Weiterbildung investiert. Die stellvertretende Landrätin Anneliese Ring unterstrich die ehrenamtliche Tätigkeit, ohne die ein flächendeckender Brandschutz nicht möglich wäre, und dankte den Mitgliedern für unzählige Stunden im Dienst der Gesellschaft. 20. Geburtstag im Tierheim Kandelhof. Unzähligen Tieren bot in dieser Zeit das schmucke Tierheim bei Krebs eine Bleibe. Zu verdanken ist es der unermüdlichen Arbeit der Tierheimchefin Karin Oettmeier und ihren fleißigen Helfern, die am 19. Oktober Blumen vom Tierschutzverein Aue und von Kreisveterinärdirektor Dr. Hans-Georg Möckel überreicht bekamen. Frau Oettmeier, 20 Jahre ist also eine ganz tolle Zeit, das ist also viel Durchhaltevermögen. Ich darf Ihnen von unserem Landrat Dr. Lenk einen kleinen Blumengruß übergeben.
Leider konnte er nicht selber kommen. Er grüßt Sie ganz herzlich. Er schätzt Sie, meine Damen, des Tierheim Kandelhof und natürlich ganz besonders Sie, Frau Oetmeier, außerordentlich. Dieses Tierheim funktioniert. Dieses Tierheim ist deutlich weit über den Vogtlandkreis und über Sachsen hinaus bekannt. Dieses Tierheim, wenn man es so vorsichtig sagen kann, hat schon längst deutschen Standard erreicht. Oetmeier, die bereits im vergangenen Jahr die höchste Auszeichnung für Tierschutz, die Sächsische Tierschutzmedaille, erhielt, bedankte sich und blickte zurück. Und ich wundere mich selber, dass ich das 20 Jahre durchgehalten habe, denn ohne Stehvermögen und Durchsetzungskraft könnte man das gar nicht machen. Nach einem Erinnerungsfoto ging es wieder an die Arbeit, denn 260 Tiere im Kandelhof wollen täglich gut versorgt sein. Eine alte Dame feiert Jubiläum. Die Auerbacher Mittelschule Geschwister Scholl begeht in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag. Aus diesem Grund feierten Lehrer, Schüler und Interessierte eine ganze Woche lang vom 13. bis 20. Oktober. Abschluss bildete am 20. Oktober ein großes Schulfest mit vielen Aktionen an und im Schulgelände. Am Abend zuvor fand eine Festveranstaltung statt. Bei dieser wurde auch Klaus Bartsch für sein 20. Jubiläum als Schulleiter geehrt. Sonderausstellung auf Schloss Vogtsberg. Mit dem Titel Ansichten bezeichnet eine erzgebirgische Künstlergruppe von Holzbildhauern aus Annaberg-Buchholz eine besondere Ausstellung, die zurzeit im Schloss Vogtsberg in Oelsnitz zu sehen ist. Die Künstlergruppe Expon Art besteht in diesem Jahr 10 Jahre. Und in dieser Künstlergruppe sind 10 verschiedene Künstler aus dem erzgebirgischen Raum, die hier ihre hochwertigen Exponate, also sprich Skulpturen, Reliefs, Holzschnitte etc. präsentieren. Der Zusammenschluss von 10 Holzbildhauern und Gestaltern möchte das traditionelle Kunsthandwerk nicht nur pflegen, sondern künstlerisch und experimentell weiterentwickeln und in dieser Doppelausstellung einem breiten Publikum vorstellen. Bis Februar 2013 präsentieren die Mitglieder in Oelsnitz und in Annaberg-Buchholz ihre besten Arbeiten. Besucheransturm. Aus allen Himmelsrichtungen kamen sie gelaufen oder geradelt. Wer schlau war, parkte sein Auto weit außerhalb des Ortes. In Erbach einen Parkplatz zu ergattern, das war am Wochenende fast unmöglich. Dafür gab es 2 Gründe. Die Kirche und das schöne Wetter. Beides zusammen lockte Unmengen von Gästen in den kleinen obervogtländischen Ort. 4 Tage lang feiert man in Erbach die Kirche. Und besonders die Abendveranstaltungen haben es in sich. Wir waren am Sonntag, den 21. Oktober, am frühen Nachmittag unterwegs. Schon zu dieser Zeit, wo andernorts meist eine kleine Durststrecke bei derartigen Veranstaltungen zu Buche schlägt, ja selbst da war kaum noch ein Durchkommen. Das freute nicht nur die Händler, sondern auch die Gastgeber. Stay Heavy. Metal-Fans kamen am 20. Oktober im Reichenbacher E-Werk voll auf ihre Kosten. 3 Metal-Bands folgten der Einladung des Reichenbacher Metal-Clubs Chronicle Moshers. Über 500 Besucher erlebten die Auftritte der Geraer Band Radiation Dust, den Stuttgartern von End of Green sowie von Crematory aus Rheinland-Pfalz. Die Bands gründeten sich zu Beginn der 90er Jahre und sind aus der Metal-Szene nicht mehr wegzudenken. Crematory-Sänger Felix ließ es sich trotz gebrochenen Arms nicht nehmen, auf der Bühne alles zu geben. Im Anschluss an den Konzertabend gab es sowohl von Seiten der Gäste als auch von Seiten der Künstler nur Lob an den Verein.